Niemand legt sie mit dem allmächtigen Altair an. So, ich glaube, ich habe die halbe Bevölkerung gerade ausgelöscht. Können wir uns nochmal ansehen? Oh, ups. Ja, ja, tut mir leid. Ich verpiss mich. Oh. So, jetzt bin ich gut drauf, weil ich so viele Leute gerade umgebracht habe. So, töten einfach einen nach dem anderen. Hopp. So. Ha! Wir kommen gerade rechtzeitig. Ja, wie praktisch. Wie praktisch das ist. So. Das war geil. Altair, sag bitte, dass ihr Erfolg hattet. Ja, Jubairs Feuer sind ausgelöscht. Ebenso sein Leben. Wunderbar. Ich habe nie an euch gezweifelt. Ihr hättet es sehen sollen. Die Gelehrten folgten ihm so bereitwillig. Und es waren nicht nur Schriften, die verbrannt wurden, sondern auch jeder, der sich ihnen entgegenstellte. Solche Ignoranz dient nur dem Bösen. Ihr habt heute eine gute Tat vollbracht. Mhm. Wie all meine Opfer glaubte auch er, das Rechte zu tun, den Weg für eine bessere Zukunft zu bereiten. Ja, 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 sicher, ja, dachte er das. So arbeitet der Verstand eines Verrückten. Alles, dessen ich in den letzten Wochen gewahr wurde, als wäre das ganze Land dem Wahn verfallen. Ja, ist es doch auch, oder? Kämpfen wir, um den Krieg zu beenden, auf dass die Vernunft wiederkehrt. Das Volk will verzweifelt Führung. Es ist einfach für Männer wie Jubair, das zu nutzen und sie für das Böse zu gewinnen. Geht, Altair. Kehrt zu Al-Mualem zurück und berichtet ihm von der guten Tat, die ihr vollbracht habt. Friede sei mit euch, Rafik. Und auch mit euch. Spule fort zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Salat Baldin. So, wir gönnen uns natürlich zurück zu Al-Mualem. Subir umgebracht. Subir, Subir, Subir. Jetzt kommen wir, glaube ich, erstmal aus dem Animus raus, oder? Hallo. Nicht viel Zeit, wenig. Es gibt ein enges Zeitfenster. Wo immer es steckt, Zeit ist zurückzuholen. Arbeiten. Und wenn Sie fertig sind? Wir erledigen ihn. Ich möchte diesen Bericht morgen früh haben. Ich habe ein bisschen Arbeit zu erledigen. So haben Sie den Rest der Nacht für sich. Yay! Geilo! Aufstehen! Geschafft! So, erledigt Arbeit. Hat Lucy mir noch was zu sagen? Hey, hübsche! Na? Ich glaube, es gibt ein Problem mit dem Animus. Nein, er funktioniert gut. Ich bin sicher, dass er mich rauswarf, als... Halten Sie besser den Mund. Erzählen Sie mir jetzt endlich, was hier vorgeht? Wir müssen Sie aufhalten, Desmond. Wenn Sie den letzten Gedächtnisabschnitt öffnen. Sie haben gerade erst angefangen. Sie wollen alles ändern. Wie wir leben, wie wir denken, wie wir sind. Sie haben wittig gehört, was falsch ist in der Welt. Mhm. Dass wir Ordnung und Disziplin brauchen. Mhm. Und dass sie uns das geben werden. Naja. Nur, dass wir dabei nicht mitzureden haben. Mhm. Wie? Der Schatz der Templer. Sie glauben, er... Miss Stoner? Ja? Sie müssen Desmonds Dateien in die Datenbank laden. Gut. Was ist denn mit dem... Kannst du wenigstens deinen Satz zu Ende reden? Blöde Food, Alter. Mann, was ist denn schon wieder mit der Kamera los? Ich weiß, dass du eine Doppelagentin bist, ne? Du arbeitest es wirklich für die Templer, auch wenn du nicht so tust. Also was? Benutzen sie mich, um den Templerschatz zu finden? Wie nannten die ihn? Den Edensplitter? Ja. Nun, es sieht so aus, als wäre er in Masyaf. Warum verschwenden die hier ihre Zeit mit mir? Warum schicken die nicht einfach ihre Leute? Das geht nicht. Es ist nicht so einfach. Das Artefakt von Masyaf. Sie hatten es. Es wurde bei dem Unfall zerstört. Was hoffen die dann, was mein Ahne ihnen sagen kann? Sie hoffen, dass er ihnen zeigt, wo die anderen sind. Sie meinen, es gibt noch mehr von den Dingern? Oh, Desmond. Sie haben ja keine Ahnung. Gibt es ein Problem, Miss Durham? Nein, Warren. Alles Denver hier bei mir. Wo sind dann alles die Dateien? Denver. Ja, ja, ja. Ein Upload braucht heute nun mal seine Zeit. Ich muss diese Dateien verschieben, bevor ihr Verdacht schöpft. Wir sprechen später wieder. Okay. Moment, was heißt das? Alles ist Denver. Es heißt alles in Ordnung. Warum Denver?
Es hat mit dem Flughafen von Denver zu tun und der unterirdischen Anlage dort. Aha. Dort ist der Unfall passiert. Welcher Unfall? Okay, von dem Unfall weiß ich jetzt nichts. Aber ich kann nicht mehr kommunizieren. Deshalb tun wir halt das, was uns vorgeschrieben wird. Ich bin jetzt auch ein Templer, komm. Ich bin Templer und bin willig zu arbeiten. Lass mich rein. Nicht? Okay, dann nicht. Dann pennen wir halt. Los, Willig. Zieh alle Informationen einfach aus meinem Kopf raus. Ich bin für dich da. Die Zeit drängt, Mr. Miles. Ja, ich komme. Wir sind fast fertig. Ja, ich komme. Sie werden sehen. Vielleicht lässt man sie zusehen, wenn es beginnt. Es ist nicht so schrecklich, wie Sie glauben. Naja, ich weiß, dass Sie mich nicht gehen lassen. Warum sagen Sie mir nicht, was hier vorgeht? Belustigen Sie mich. Ich bin kein Idiot, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen bereits eine ganze Menge. Nee. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Natürlich nicht. Okay, dann frage ich Sie etwas anderes. Was? Ja? Ein paar Dinge, die ich im Animus gesehen habe, scheinen falsch zu sein. Unwahr, als ob die Geschichte falsch liegen würde. Irgendwie passt es nicht. Was passt nicht, Mr. Miles? Es passt nicht zu dem, was Sie im Online-Lexikon gelesen haben? Ja, was Ihr Oberstufenlehrer Ihnen beigebracht hat? Ja, genau. Lassen Sie mich eine Frage stellen. Ja. Haben diese vermeintlichen Experten Zugang zu geheimem Wissen, das anderen verborgen bleibt? Ja. Es gibt Bücher, Briefe, Dokumente, alle möglichen Quellen aus der Zeit. Einige scheinen dem zu widersprechen, was der Animus mir zeigt. Jeder kann ein Buch schreiben. Und jeder kann es mit allem Möglichen füllen. Alles Mögliche. Moment, früher glaubten wir, die Erde sei eine Scheibe. Manche glauben es immer noch. Ja. Und sie veröffentlichen Bücher darüber. Oder darüber, dass die Mondlandung ein Betrug war. Ja. Ich glaube, es gibt auch ein Buch, das behauptet, die Erde wurde an 7 Tagen erschaffen. Auch ein Bestseller. Worauf wollen Sie hinaus, Doc? Ich glaube, der Punkt ist, dass Sie nicht alles glauben sollten, was Sie hören oder lesen. Wie sagte Ihr Vorfahr noch gleich? Nichts ist wahr. Und alles ist erlaubt. Ja. Ja, genau. Exakt. Das ist mit ein Grund, warum der Animus so spektakulär ist. Spektakulär. Er lässt keinen Raum für Fehlinterpretationen. Dafür ist immer Raum. Spektakulär. Touché, Mr. Miles. Nun, da ich Ihre Frage beantwortet habe, können wir anfangen? Ja. Ich bin bereit, Ihnen alle meine Informationen zu überlassen, die ich habe. Bitteschön. Spectacular Spider-Man. Jo, dann ist das dann, glaube ich, super hier. Und wen haben wir hier? Hier wissen wir es noch nicht, wen wir umbringen müssen. Dann schauen wir mal rein. Krugträger können leicht ihre Deckung verraten. Tretet ein, mein Schüler. Wir haben viel zu bereden. Mhm. Es ist fast geschafft hinter ihr. Neues Schwert. Robert de Sable steht jetzt noch allein zwischen uns und dem Sieg. Aha. Sein Mund gibt die Befehle. Seine Hand gibt das Gold. Mhm. Mit ihm stirbt das Wissen vom Schatz der Templer und die Bedrohung, die dieser darstellt. Mhm. Ich verstehe immer noch nicht, wie ein so kleiner Schatz so viel Tumult verursachen konnte. Der Edensplitter ist die Verkörperung der Versuchung. Seht nur, was sie aus Robert gemacht hat. Robert. Nachdem er die Macht kostete, wurde er verschlungen. Er sah keine gefährliche Waffe, die zerstört werden muss, sondern ein Werkzeug, das ihm helfen würde, seinen Lebenstraum zu verwirklichen. Mhm. Dann hat er von Macht geträumt. Ja und nein. Er träumt noch immer, wie wir, vom Frieden. Ja. Aber dies ist derselbe Mann, der das Heilige Land mit Krieg überziehen wollte. Nein, Alter, ihr. Wie könnt ihr, der ihr mir die Augen geöffnet habt, das nicht erkennen? Wie meint ihr das? Was wollen er und seine Gefolgsleute? Eine Welt, in der alle Menschen eins sind. Ich lehne dieses Ziel nicht ab. Ich teile es. Aber ich nehme Anstoß an der Art und Weise. Frieden muss erlernt werden. Verstanden werden. Willkommen geheißen werden. Er wollte es erzwingen. Und uns unseres freien Willens berauben. Was? Sonderbar. So von ihm zu denken?
Hegt niemals Hass für eure Opfer, Altair. Solche Gedanken sind Gift und vernebeln eure Urteilskraft. Mhm. Könnte er nicht überzeugt werden, seine wahnwitzige Idee aufzugeben? Ich sprach mit ihm auf meine Weise, durch euch. Durch mich? Was war jeder Anschlag, wenn nicht eine Botschaft? Aber ein Anschlag. Er hat sie ignoriert. Dann bleibt uns nur eine einzige Wahl. In Jerusalem seid ihr ihm zuerst begegnet. Dort findet ihr ihn auch jetzt. Okay. Möge dieses letzte Geschenk euch Stärke verleihen. Geht, Altair. Bringt es jetzt zu Ende. Mach ich. Brrr. Gib, 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 gib.